Finale vorne zu stehen. Ich erinnere an die 33 Fahrer. Es gibt ja da nochmal Ausscheidungsläufe und das nennt sich ja B-Finale oder gar C-Finale. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, wollen nicht zu viel verwirren, schauen jetzt erstmal das schöne Rennen an, das ist das Schönste, denn in dieser Gruppe zwei Matthias Zehmann und Olaf Zingel, der Deutsche, der Sachse in der zweiten Reihe und dann, wer steht in Reihe 3? David Gabriel, Christian Rajabin und schon. Der Estländer. Also Waldschmidt vorne. Hoppla, und da dreht, da schlägt hier einer locker ein, dreht. Waldschmidt. Gewerkelt, das Team, die Crew. Und schon geht's weiter. Ein bisschen gescheppert schon, Lagotti, der ja so schnell war, ich sagte es gerade noch, hat sich da gedreht und rennt wieder den Fels nach. Vorne an der Spitze, Dieter Liesl-Kemper jetzt auf der 2. Liesl-Kemper kommt ja aus Mettingen, fährt ein super Rennen. Strecke, so wie die Endermann Parker, aber auch den Matschenberg, den hat er auch ganz gut im Kopf. Er ist ein Selbstständiger. Versteht also was von seinem fachlichen Beruf, den er ja erlernt hat, kann er hier gut. Denn er hatte ja immer mal Probleme und jetzt wird Waldschmidt bedrängt von Dieter Liesl-Kemper. Die beiden kennen sich ja auch aus zahlreichen Rennen. Und da kommt innen Thomas Kosmisilik wieder im Versuch. Zurück zu erobern. Und da schön angestellt, sauber gefahren. Unser Fahrer P. Und wir warten jetzt. Gegenüber Dieter Liesl-Kemper.